dein Spielerwert, ey. Spanier, 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 Spaniole, Spanier. Espanja, Spanja. Oh, spielt so ungern mit Real Madrid, ne? Das ist für mich das spanische Bayern. Barcelona auch schon fast. Ach du Scheiße, was habe ich denn noch? Ich habe nur die. Aber soll ich das nehmen? Jo. Guck mal gerade. So. Keine Wechsel, was haben wir denn? Oh, Halleluja. Was haben wir denn jetzt Schönes? Warum ist denn der da draußen? Der ist doch gut. Okay, die anderen sind besser. Modric. Komm, mach mal den Igala, Babendi, Mendy hier weg. Morata, wer ist denn Morata? Das sind Stürmer. Ja, könnte bleiben. Jo. Hallo? Schon einen Trick gemacht? Ach komm. Endlich mal, wenn jemand eine neue Maschine den Champions League Titel gewinnen kann und zum ersten Mal. Also das war schon was, so. Was? Ja, also. Ich glaube, Atletico Madrid hat, glaube ich, noch nie die Champions League gewonnen, soweit ich weiß. Nö. Und deswegen, das. Oh, es ist eine Sonne. Also jetzt mehr. Das ist ja auch für Atletico gut, Sonne. Ja, in der Liga erster. Okay, jetzt haben sie das letzte Spiel 2-2, glaube ich, verloren. 2-0. Und ja, schauen wir mal, die werden noch Meister. Das letzte Spiel ist ja Atletico Madrid gegen Barcelona. Und wenn Barcelona clever ist, das, verliert Barcelona, sodass Real Madrid nicht Meister werden kann. Ja. Aber es konnte sich auch nicht. Wenn Barcelona sich wenn's die interessiert. Ja. Aber Barcelona kann ja nicht mal Meister werden. Hm. Oh, da ist sogar Thiago Alves drin statt Casillas. Ja, Thiago Lopez, ne? Ja, ich hab die Aufstellung so gelassen. Özil ist schon gar nicht mehr bei Real Madrid. Wieso ist der denn da drin? Der Thiago Costa, der basht alles weg, ey. Jo, danke für den Einwurf. Ja komm, hol den Ball! Was ist los, ey? Echt? Extra Einladung oder was? Jetzt zeigt's der Trainer an, die Gäste sollen den Druck nach vorne erhöhen. Boah, aber Real Madrid hat sich ja jetzt auch Pepe schon verletzt. Ist es wieder gut für Real Atletico Madrid? Innenverteidiger weniger, der gut ist. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob er direkt rausschießen musste. Er hat's probiert. Ja, ich probier. Toll, ne? Nein, und sollte das ein Torschuss gewesen sein, dann war es einer der gefährlicheren. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. So gehen da keiner hin. Was ist für blöde Abwehrspieler? Scheuert oder was? Wenn der am Ball ist, da liegt der Tor in der Luft. Er attackiert ihn, er will den Ball. Der pfeift doch jeden Scheißdreck, der Schiri, oder? Oh mein Gott, wie soll ich das denn jetzt schaffen? Ey, echt so ein kleiner Rempler und da pinst ihr direkt. Das ist unglaublich. Weichei-Fußball heutzutage. Schade. Oh ja, oh ja. Ich hab noch nie ein freshes Tor geschossen. Seitdem ich FIFA 14 habe. Ja. Keeper bedanken. Ja, hol den Ball. Auf blöd zu gucken. Guck mal. Oh, der Ball, der dopscht vor mir auf dem Boden. Da kratze ich mich an meinem linken Hoden. Man, den kann man ein bisschen fester schießen. Jetzt war das wieder so ein Aufpraller hier. Jo, das war kein Foul oder was? Direkt so reinzugehen. Genau. Jo. Nach vorne, nicht nach hinten.
Oh Mann, Mann. Keine Ahnung. Das ist irgendwie. Mesut Özil jetzt. Ein weiter Ball auf Karim Benzema. Aus dem Ruhm gestochen, ja. Özil! Mesut! Olum! Gollum, schick mich! Oina! Wow, kein bisschen vorhersehbar, der Spielzug. Ja, abseits, aber ja. Ja, geht's ja nicht. Ole, ole. Wenn ihr euch wundert, dass ich mit dem Dash manchmal nichts spreche, liegt's einfach daran, dass ich Push-to-Talk anhab und ich habe keine Lust zu verlieren, weil ich dauernd auf den blöden Knopf drücke. Ja, ich muss ja spielen. Nichts Push-to-Talk machen die ganze Zeit. Ja, laufe ich halt. Pff, die ganze Zeit wartest. Jo. Wo sind meine Abwehrspieler? Echt jetzt. Die brauchen so lange zum Abspielen. Dann spielen sie ab und dann noch schief. Guckt euch das an. Ist einer blöder als der andere, ey. Ey, dann ist so rum hier, ist ja unnormal. Özil. Ja, ich weiß, dass Ronaldo ja 5 Sterne hat, deswegen ein paar Tricks kann ich. Aber die meisten haben halt zu wenig Sterne, ne, für meine Tricks, die ich kann. Aber das Problem. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Pff. Oh Gott. Ja, genauso cool wie bei mir, die ganze Zeit. Ja. Weil der Uni kann ich so mit spanischen Mannschaften gar nicht spielen, wenn dann nur Bundesliga oder so dänische Liga. Aber so Spanisch geht ja mal gar nicht. Können Sie die Flanke verwerten? Wieso kommen von diesen scheiß Flanken eigentlich keine einzige richtig an? Puh, was ist mit den Torwerten los? Haben die gepatcht oder was? Was die halten, ey, so ein Scherz. Das wäre das gar nichts. Das ist echt krass, was die Tor, was die halten. Das ist unglaublich. Ja. Schießt du voll drauf und der nimmt dann einfach so in die Hand. Oh, toll, als wäre es so ein Handballspiel. Als ob so eine Maschine im Tor steht, weißt du? Ja, genau. 1-0. Ich habe gesagt, mit Bayern spiele ich mich warm, kriege auf die Fresse. Mit Real Madrid teile ich aus. Bei mir steht auch hinten kein Schwein, ne? Ja, das habe ich damals mit Atletico auch gemerkt, als wir David auch ein Orakel gemacht haben. Was war denn das? Atletico gegen irgendeine andere Mannschaft? Ja. Oh, weiß ich gar nicht. Ja. Da war, ich glaube, Chelsea oder was das war. Nee, das war eine andere Mannschaft. Wo ich aufs Maul gekriegt habe mit Atletico. Da steht kein Schwein hinten. Weil nur die Offensive ist gut, meine ich. Okay, frag mich, ob die auch gut ist. Ey, 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 mein Freund. So nicht, mein Freund. Bleib doch rein, verdammte Scheiße hier. Ich glaube, die brauchen zum Abspielen. Überlegen die noch eine halbe Stunde oder was? Wenn ich schon gedrückt habe, ich habe viel früher schon gedrückt wieder. Was für eine Chance. Wie gesagt, dahinter 3,60 Meter groß halt. 3,60 Meter? Ganz schön groß, 3,60 Meter. So einen großen Spieler habe ich leider nicht dabei. Zu Hause, ja. Da habe ich. Was soll denn das? Hallo? Pff. Cool. Ja, ich habe geschossen.
Ich muss gleich mal Özil auswechseln. Der ist ja, wenn der schon bei Arsenal ist. Ja, was macht denn der hier? Guck mal, ich drück nach unten und der schießt nach vorne. Was ist das bitte? Das ist FIFA. Der ist super geile Simulator. Super realistisch. Oh. Das ist sogar ganz gut, wenn er angekommen wird. Xabi Alonso. Und das Mächte von Held ist, ne? Ist unfair. Ah. Und deine Mannschaft ist doppelt so viel wert wie meine. Jo, Cristiano Ronaldo hat's schon. Alle langsam und runter. Ich sag ja, als wir das andere Orangenspiel gemacht haben, habe ich dieselben Probleme gehabt mit Atletico. Und dieser Diego Costa da, der ist auch noch sau langsam vorne. Ja. Also, der ist schnell, aber der Antritt ist langsam von dem. So, du gehst raus. Weil. Deswegen halten. Und du kommst. Kaká, der ist doch bei Mailand. Aber was ist ne? Das für eine Mannschaft, bitteschön? Besten Spieler ist Diego Costa und David Villa. Ich will nichts sagen, aber der Kader ist sowas von veraltet. Was macht den Kaká noch hier in der Mannschaft? Ja, ist genauso wie Özil. Bescheuert. Na ja, gut. Wir hätten, glaube ich, vorher aktualisieren müssen. Ich habe letztens aktualisiert. Ich habe die letzten 3 Tage Ultimate Team gespielt. Und auch dieses Anstoßding mal gedrückt. Komisch. Ja, weil wenn man Anstoß drückt, dann aktualisieren die eigentlich. Dieser Ronaldo aufregt, ne? Pepe. Oh, was das denn? Pepe. Also Leute, es tut mir leid, dass wir keinen aktuellen Kader haben. Ich hab's runtergeladen. Ja, genau. Auf diesem Anstoßknopf und jetzt sind die alt. Keine Ahnung, ob es an der Lobby liegt. Da hätten wir ein normales Freundschaftsspiel gemacht, dann gibt's halt kein Unentschieden. Dann ist das Spiel vorbei, wenn man Unentschieden spielt. Und das ist für ein Orakel halt blöd. Ja gut, das ist jetzt kein weltbewegendes Orakel. Wir interessieren Jung die Spanier schon. Oben. Lass jetzt nur mal im Kopf. Kedira. Ein weiter Ball. Karate. Kung Fu. Hongkong. Mich würde jetzt wundern, wenn ich mit der Mannschaft ein Tor schieße. Gutes, schnelles Passspiel. Benzema. Spiel mal ein bisschen schneller. Mein Gott, ey. Wo ist denn das Problem hier? Dieser Benzema, ne, ist auch so ein Lappenhorn mittlerweile. Cristiano Ronaldo. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Ja, lauf hinterher. Hast du schon nichts weg. So wünscht sich die Kommunikation zwischen den Fans und der Mannschaft. Ja, und das ist kein Wunder und das ist natürlich auch einfach, wenn es läuft und das ist von Beginn an... Wenn es läuft... Ah, ich weiß, glaube ich, warum der Kader alt ist. Origin hat nämlich diese Verbindungsprobleme öfter mal. Ich glaube, daran liegt's. Genauso bei Battle.net. Dann wird man einfach disconnected. Und wenn man natürlich nicht verbunden ist, hat man auch nichts Aktuelles mehr geladen. Schiedsrichter entscheidet sofort auf... Das Harte ist, ich habe nicht mal große Abwehrspieler, wie will ich denn so einen Kopfball kommen bei einer Ecke? Da hat er dem Sergio Ramos an den Kopf geschossen. Mann. Der arme Bub. Ey! Seid ihr bekloppt? Was macht denn ihr da hinten? Guck mal, du musst den Ball anschneiden. Hat er getroffen? Nee. Sollte besser funktionieren. Oh Mann. Was ist das denn? Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Er sucht hier Cristiano Ronaldo.
Ja, und bei diesem Ballverlust, da sieht er ganz schön alt aus. Benzema. Pff, echt jetzt? Das sind schon wieder. David Villa. Ja. Arsch. Nicht mal einsatzweise irgendeine schnelle von der Mannschaft, ja. Was macht er denn? Ich drück voll fest nach unten, lange vor allem. Und der macht so einen Lupfer nebenan. Der hätte viel weiter nach unten gehen müssen. Jo. Das jetzt schon. Scheiße, das nervt. Jo. Nice. Wieso krieg ich denn jetzt wieder hier Verwarnung für Gelb gleich? Was war's da? So. Ohne Scheiß, bei der Mannschaft kannst du echt die Haare rausreißen. Da geht gar nichts. Und er versucht's alleine. Oh, faul. Faul! Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Und jetzt! Und dann schießt noch so eine WDR ein Tor. Ich glaube, ich versuch's mal, ja. Aber da ist. Oh, Alter, was für eine Freiraum, ja. Ne? Ja, voll die Lücke. Boah. 3-0. Ist das schon die Entscheidung? Bing bong. Bing de bing bong. Thiago. Juanfran. Ja, Juanfran. Ist halt nix Fran. Guck mal, sieht jetzt im Champions Finale nicht aus, ey. Sauber geklärt. Jetzt reicht's, ehrlich hier. Oh Gott, ey. Oh. Ja, der Spieler ging da unfair in der zweiten. Wie bitte? Über meine eigenen Beine gestolpert so. Gar nichts gemacht. Oh, damit haben sie nicht gerechnet. Jo. Tolle Parade, tolle Parade. Tue. Den Kopf. Boah, geht's noch. Jetzt geht's aber los hier. Und keine gelbe, wundern nicht. Boah. Boah. Also der jetzt ringe, wird endlich ein Besen gefressen, glaub mal. Er sah so aus, als ob dieser Freistoß passen könnte. Ja. Ein bisschen zu hoch angesetzt war er. Bisschen zu hoch, genau. Es entscheiden manchmal Kleinigkeiten, ob der Ball passt oder nicht. Der hier geht über den Kasten. So, das ist nichts für Patienten. Ach komm, Junge. Auf der Tribüne. Da ist man ja im Schock. Hinter rein. Ich glaube es. Er hat ihn gehalten. Ey, ehrlich. Was für krumme Tore der schießt. Ist ja fast zum Heulen. Gut, ich denke, da geht einer hin. Nein. Ja, das ist dieselbe Form wie gegen Bayern. Baba. Wunderbar. Das sieht langsam düster aus für die Mannschaft, die zurückliegt. Die Torschussstatistik, die sagt so einiges aus. Ja gut, dadurch, dass ja Özil nicht mehr dort ist. Boah, das KK, ist ja echt Hammer. Ist es dann ein Tor weniger oder vielleicht mehr? Weg da hier! Wie bewertet der Unparteiische diese Aktion? Er hält die Pest! Ja, cooler Bällchen. Klasse! Mal werfen kann er. Boah, das ist eine Mannschaft, ne? Das ist hart. Jo, 4-0. Gut, mit Özil und Kaká kann man dann vielleicht noch ein Tor abziehen oder eventuell drauflegen. Keine Ahnung, wie das Spiel beeinflussen wird.
Ja, beide sind dann nicht mehr da, ne? Ja, wahrscheinlich eher negativ. Also wäre es dann eigentlich 5-0 ausgegangen. Ja, kann man sagen. KK, lol. Ach, die Scheiße. Ja, kann auch sein, dass Origin mich getrennt hat, ne? Das passiert ja manchmal. Disconnect und dann hast du halt keine aktuellen Sachen. Scheuern, scheiß Origin. Mann. So. Würde ich sagen, das war's mal wieder für Orakel. Ja. Einen Schuss hattest du aufs Tor. Ja, ich habe gesagt, und der ging nicht mal auf dem Torwart, sondern am Tor vorbei. Hammer hart. Drei Ecken hat's aber. 12% Schussgenauigkeit. Krass! So aber mehr Passgenauigkeit als ich. Boah, Kedira, 9-3, ey, bester Spieler. Also, dass so einer ein Tor schießt, ne, dein Krummfuß, echt. Ja. Naja, gut. Würde ich sagen, das war's erstmal fürs Orakel und wir sehen uns demnächst. Tschüss.